Hallo meine Lieben, hallo YouTube. Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einem kurzen, knackigen Review. Und zwar von dem Bild Moonlight Bride von Diamond Art Club. Mein erstes großes Diamond Art Club Bild habe ich fertig und ich bin super stolz drauf. Ja, meine Katze ist auch stolz auf mich. Ja. Ich muss mal ganz kurz noch was holen. Ich habe es vergessen zu holen. Mein Büchlein, wo ich alles reinschreibe. So, ich bin wieder da. Habe das Buch geholt. Und mal schauen, ob ich jetzt gleich die Seite aufschlage. Nein. Da ist es. Und zwar. Genau, Moonlight Bride von Diamond Art Club, 51 mal 71 cm, runde Steine und Anzahl Farben 29 bzw. 27 und zwei Spezialsteine. Jetzt zeige ich euch gleich ein bisschen näher. Künstlerin ist Anne-Julie Aubrey. Und ich habe es angefangen im Oktober 2022 und beendet habe ich es am 5.2. dieses Jahr, 23. Und ja, Flüssigkleber. Bei Diamond Art Club ist alles Flüssigkleber, deswegen. Ja, also hier, ich zeige euch mal den unteren Teil. Das ist der untere Teil. Man sieht, dass ich mit dem Multiplacer gearbeitet habe. Also sie sind nicht überall ganz gerade. Aber das stört mich soweit nicht. Ich weiß, das stört manche, aber das stört mich nicht. Ja, und so, ich zeige euch mal die Spezialsteine. Also zum Beispiel hier. Da ist ein kleines Haar. Also wir haben einen Spezialstein hier drin, das wäre jetzt der zum Beispiel. Und wir haben einen Elektro-Diamond, oder wie die sich bei Diamond Art Club nennen. So einen Strassstein. Den haben wir immer zwischendurch ein bisschen. Und dann haben wir noch diesen hier. Diesen Spezialstein. Also quasi schwarz und weiß. Ja. Und die sind hier überall in dem Kit vorhanden. Dann habe ich noch in die Krone, habe ich noch mal diesen Spezialstein eingebaut. Hier diesen Elektro-Diamond. Also man sieht überall ist hier sind hier die Spezialsteine. Und ja, ich liebe dieses Bild und ich habe auch schon einen Rahmen. Und das wird dann auch in den Rahmen gepackt, wenn ich jetzt mit dem Video fertig bin. Und dann hängt es da, wo ich meine Paintings immer mache, beziehungsweise hier, wo ich meine Videos drehe, da wird dann dieses Bild hängen. An der Wand. Und ja, das zeige ich euch vielleicht in dem Video, wenn ich das schon soweit fertig habe. Also wenn ich das Video nicht vorher geschnitten habe, bevor ich das Bild aufgehangen habe. Ja, also dieses Bild ist so schön, es hat so Spaß gemacht. Also es war auch meiner Meinung nach schnell fertig. Ich hatte kurz eine kleine Flaute gehabt, aber das war generell so eine kleine Flaute und ich hatte halt viel zu tun, weil ich noch so viele andere Projekte nebenher habe. Ja, das ist meine eigene Schuld, ich weiß, aber ja, dieses Bild habe ich auf jeden Fall ungefähr, also ab hier, dieses ganze Feld hier oben, habe ich auf jeden Fall an einem Stück quasi geschafft, also an einem Wochenende. Da habe ich mich wirklich richtig ins Zeug gelegt und Vollgas gegeben. Oh, seht euch an, sie ist so wunderschön.
einfach wunderschön. Mit ihrer Krone auf dem Kopf. Ja. Versuch euch nochmal das Bild ein bisschen ganz drauf zu kriegen. Aber der untere Teil, den kann man halt kaum sehen. Aber ja. Ich liebe dieses Bild. Ja. Oh, ja. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass es jetzt fertig ist. Aber das nächste lässt nicht lange auf sich warten. Das nächste Diamond Art Club. Da werde ich mal schauen, was ich als nächstes painte von Diamond Art Club. Mal gucken. Ich habe noch schön viel zur Auswahl. Ja. Genau, das war es auch schon mit dem Review, mit der Review. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Oder ob ihr das vielleicht sogar selber habt und auch im Stash habt oder sogar gerade dran arbeitet. Ich würde mich riesig darüber freuen, auch über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Würde ich mich super drüber freuen. Und ja, hab euch lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.